Aber das Wichtige wieder, was trinkt Aber man heute? das Wichtige. Wir trinken Burger. Ja, komm, jetzt mal hier auch auf. Ich wollte das jetzt gerade. Ja. Sind wir schon drauf eigentlich? Wir sind schon drauf. Ach so, okay, ja dann. Wir trinken ein leckeres Bitburger. Prost. Cheers. Wohl Da. sein. Genau, da Genau muss ich da. hin. Da. Ihr habt Ihr ja habt euer euer eigenes Label eigenes gegründet. Label. Das ist richtig, aber schon Vor drei Platten, ne? zur Platte Tango Diesel haben wir MD Records in Zusammenarbeit mit dem Konzertteam NRW eine eigene Plattenfirma gegründet. Okay, ich lehne mich Ja, jetzt mal ich lege ganz mich weit aus jetzt dem mal ganz weit Fenster aus dem und sage, Fenster und MD sage steht für MD steht. Masseneffekt. Richtig. Ja, mir macht ihr doch nichts vor, Ja, Leute. du bist ein alter Fuzzi, super. Und Und wieso gründet man wieso sein gründet eigenes man sein Label? Ich Label? dachte, so ein Ich dachte, Label ist so ein immer Label ist wichtig immer wichtig dafür, dafür, dass man dass man Kontakte hat, Kontakte dass man hat, dass irgendwie man gut irgendwie. vernetzt ist. Was ist der Was Vorteil, ist wenn der ihr ein Vorteil, wenn ihr eigenes ein Label eigenes? habt? Ja, wir haben halt gedacht, wir haben die Kontakte, wir sind gut vernetzt. Machen wir ein eigenes Label. Nee, in erster Linie, man ist halt unabhängig. Man kann halt machen, was wir wollen. Das ist immer so die Sache. Du hast halt keinen, der dir was vorschreibt, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern wir können frei arbeiten, wir können selber entscheiden, welche Songs auf die Platte kommen, welche Single wir raushauen wollen. Und ja, genau. Man ist halt freier in den ganzen Okay. Sachen. Okay. Ja, das ist so, war Genau, so der Hauptgrund. was du halt natürlich brauchst, wie du schon richtig sagst, du musst natürlich irgendwie entsprechend vernetzt sein, du brauchst Leute, die mit denen du zusammenarbeitest, du brauchst ganz wichtig natürlich einen Vertrieb, der die Platte, naja, in die Läden, gibt es das heute noch, so Läden, die Platten verkaufen, ja, ne? Es gibt sehr gute Läden. Mittlerweile wieder. Genau, der die Platte halt in die Läden bringt, der halt die ganze Abwicklung mit den Plattformen etc. macht und genau, wenn du das halt an der Hand hast, dann kannst du auch durchaus dein eigenes Label machen. Ich habe Ich habe gelesen, ihr gelesen, hattet ihr hattet 2013 eine 2013 eine Tour Tour der Hoffnung der in Hoffnung Gegentour. in. Wäre das nicht Wäre es mal nicht Zeit mal für Zeit ein für ein Revival der Hoffnung Revival in der Hoffnung Gegentour? in. Wegen des Titels meinst du jetzt? Wegen Ja, des genau, wegen Titels des und bei der Titels und bei jetzigen der jetzigen aktuellen aktuellen. Situation. Ja, der neue Albumtitel passt auch ziemlich gut, aber ich weiß gar nicht, ob wir den schon nennen dürfen. Der ist seit 10 Minuten steht er bei Facebook. Der neue Titel heißt, die Tour heißt Zurück ins Licht. Das Album wird auch Zurück ins Licht heißen. Also passt es auch. Also Also wunderbar, wunderbarer Titel wunderbarer zu dieser Titel zu Zeit, dieser oder? Zeit. Wann gibt's das neue Album? Am 13.11. Wir werden morgen quasi alles Notwendige veröffentlichen. Ab da startet der Vorverkauf, zum einen für die Tour, also am 11.9. Aber auch die Vorbestellung fürs Album. Über EMP wird es Boxen geben. Es wird verschiedene Bundles mit Hardtickets geben. Und am 13.11. kommt das Album raus. Die erste Single wird am 18.9. kommen. Morgen in einer Woche. Genau. Genau. Richtig. Die Zurück ins Licht Tour plus Special Guest. Also wir haben Oha. einen Special Guest dabei. Wissen wir schon wer? Nein. Nein. Und zwar erfahren wir. Das Ganze geht los am 12.3. Und wir starten in Braunschweig im Westend. Also müssen Sie langsam gerade. 13.3. Magdeburg Factory. 19.3. Stuttgart Wise Man. Genau. 26.3. im Grünspan in Hamburg. Super Und Laden. von da fahren wir weiter nach Rostock in den Mau Club. Am 27.3., am 9.4. Frankfurt Butch Cup, 10.4. Leipzig, Coney Island, 16.4. Münster im schönen Skaters Palace und am 17.4. in Berlin im Hole 44. 23.4. in Schweinfurt Stadtbahnhof und große Tourfinale am 24.4. in München im Backstage. Sag Mir mal gedacht, ganz sag ehrlich, mal unter ganz uns ehrlich, beiden, ist beiden Sebi ist eine angenehme Begleitung auf Tour? zwischen uns beiden jetzt. Ja, zwischen uns Ja, ich beiden. weiß nicht. Ich sag mal so, Sebi hat gute und nicht so gute Tage. War, glaube ich, so eine Art Running Gag. Also letztendlich habe ich, als ich bin ja im 2018 eingestiegen in die Band und wollte das natürlich auf das professionelle Level heben, mit dem die Band seit Jahren unterwegs ist und habe natürlich dann auch entsprechend Hast du einfach nicht geschafft. hab's einfach nicht geschafft. Release-Partys, die ihr macht, Gemacht. sind ja auch ein Sind ja auch bisschen ein. anders. Wie habt ihr Wie habt eure ihr eure. Release-Partys gefeiert? Angefangen hat es mit. Wir haben in Düsseldorf eine Partybahn. Also eine Straßenbahn, die man mieten kann, die dann eine komplette Originalstrecke durch die Altstadt, durch Düsseldorf und was weiß ich. Also komplett eine normale Strecke fährt. Die kann man mieten, da ist eine kleine Bar drin, da kann man ganz schön viele Getränke reinpacken, da kann man
schön sitzen. Man kann aber auch Instrumente reinhauen und versuchen, ein bisschen zu musizieren. Und wir haben dann halt damals immer, wollten was Besonderes machen, haben wir überlegt, komm, machen wir eine kleine Verlosung. Wenn wir mal 50 bis 100 Leute, laden die ein, können was gewinnen und dann spielen wir einfach in dieser Party. Dann haben wir uns Akkuverstärker gekauft. Das klang alles wie Rotz, ne? Da muss man dazu sagen. Das war nicht geil. Ne? Das klang alles wie Rotz. Und dann sind wir aber trotzdem mit 100 Leuten durch die in dieser Straßenbahn, haben wir das neue Album vorgestellt und natürlich auch alte Songs gespielt. Und die Leute durften dann kurz diese Bahn auseinandernehmen und wir sind dann bis durch die Stadt getingelt. Das war ganz schön. Das haben wir zweimal gemacht. Dann sind wir aufs Schiff gegangen. Dann haben wir das gleiche Spielchen mit einem Schiff gemacht. Beim ersten Mal konnten die Leute auch nur Tickets gewinnen. Und beim zweiten Mal hatten wir einen Teil der Tickets auch zum Verkauf. Das war alle Leute hatten Freibier und konnten sich betrinken, wie sie wollten, in den 4-5 Stunden, die wir das gemacht haben. Ja, also alles aufs Schiff geschippert und sind dann überall reingefahren. Das war auch sehr schön. Nächste Release-Party von Mass Effect bewerben. Was sind die Outdoor-Sessions? Ja, wir haben halt, als es darum ging, wir fangen an mit dem Album und wir sammeln Ideen und wir schreiben Songs und wir werfen ganz, ganz viele Ideen zusammen. Reift in uns die Idee quasi, einfach mal uns eine Woche rauszuziehen. Auch mit der Option, mal an den Strand zu gehen, mal in die Sauna zu gehen. Wir hatten eine Sauna in dem Ding. Und dann halt einfach den Kopf frei zu kriegen. Warst du in der Sauna? Ich war in der Sauna, ja klar. Ich war nicht in der Sauna. Keine Zeit, ne? Ja, ja. Einer muss ja machen. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Einer muss ja arbeiten. Muss ja, du sagst es, oder? Ja. Wenn man alle selber macht. Zeit nehmen, ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen runterkommen und einfach mal die Dinge in Ruhe angehen und einfach mal gucken, was passiert. Das Hauptding. Entspannt an die Sache rangehen und nicht in diesem Alltagsstress mal ein bisschen entfliehen und mal ein bisschen gezielter, und aber mit Ruhe. Natürlich hört man diese Leichtigkeit und hört man auch eins zu eins auf dem Platte. Klingt also einfach völlig anders. Hörst du raus, wenn du weißt. Bestimmt. Ja. Mir macht ihr nichts vor, Leute. Also hier oben im Norden, da seid ihr ja gut vernetzt. Beim Reload-Festival wart ihr jetzt schon dreimal, wenn ich das richtig nachgezählt habe. Einmal noch auf diesem alten Gelände und zweimal jetzt auf diesem, in Sulingen. Neuenkirchen, auf dem Neuenkirchen Open Air. Ja. Dann wart ihr schon auf dem Upflight und Booten Festival. Bremen hatten wir gerade. Könnt ihr eigentlich hier oben ziehen, so oft ihr hier spielt, oder? Ja, der Norden ist uns immer ganz ganz gut, gut besonnen. Sagt man so, ne? Ja. Wir sind auch gerne da. Auch Hamburg. Hamburg sind wir sehr gerne. Hamburg läuft auch immer super. Das ist wie so ein kleines zweites Heimspiel für uns. Hamburg ist toll. Aber so richtig krachen lasst ihr das bei euch in der Heimat, oder? Ich meine, ihr wart als Supportband bei AC/DC. Das ist richtig. Ihr habt supportet die Toten Hosen. Ja. Hat man schon mal gehört, diese Namen? Wenn du das jetzt mal miteinander vergleichst, ihr habt noch mehrere Bands supportet, ihr habt große Festivals gespielt, AC/DC und Toten Hosen. Ist das relativ gleich gewesen? Vom Drumherum, ja. Was da passiert, also Backstage und was passiert. Genau. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Also wenn man mit den Hosen spielt, dann denkst du, du kommst an, dann bist du irgendwie, wirst du sofort familiär aufgenommen. Das ist eine ganz andere... AC/DC haben wir Backstage gar nicht gesehen. Die Jungs sind irgendwie in ihrer Kabine gewesen, sind kurz vorm Auftritt, das war noch die Show mit Axl Rose zusammen, sind kurz vorm Auftritt mit einem Auto irgendwie hinter die Bühne gefahren und auf die Bühne gegangen, haben ihren Stiefel runtergespielt, was auch mega geil war. Das war richtig, richtig, richtig geiles Konzert. Wir sind auch große Fan. Mike, unser Bassist, ist ein riesen AC/DC-Fan. Und aber die Band ist danach, nach der Show, auch wieder runter ins Auto und weg. Und man hatte keinen Kontakt. Ja. Okay. Bei den Hosen war es anders. Mit den Hosen, du kommst in den Backstage-Bereich, muss ich kurz sagen, dann steht da ein Präsentkorb, da steht eine Flasche Sekt, da steht ein handgeschriebener Brief, dass die Jungs sich freuen, dass wir dabei sind, bedanken sich bei uns. Das muss eigentlich umgekehrt sein. Und es war halt super. Dann sind Wom und Breit, die sind noch vorbeigekommen, haben eine Runde gequatscht. Man sieht die halt und man feiert halt auch zusammen ein bisschen. Und das gilt nicht nur für die Band, auch für die komplette Crew und das Ganze drumherum, was da abgelaufen ist. Das war alles sehr professionell, aber familiär und sehr herzlich. Genau. Was macht ihr gerne? Clubtour oder aber oder wirklich aber so die große Festivalbühne? Kann man nicht vergleichen, finde ich. Also es ist schon, hat beides seine Reize. So. Bei einer Clubtour ist es irgendwie persönlicher, weil man halt auch weiß, die Leute sind wegen dir da. Es ist halt einfacher,
Und es ist, sag mal, ich sag mal so, das Miteinander und die Party ist vom ersten Song an gegeben. Festivals sind super, ich spiele total gerne und die Festivalsaison ist total geil. Es gibt natürlich auch viele Leute, die dich gar nicht mal so toll finden und die gar nicht wegen dir da sind und die denken, was ist denn das für eine Scheiße da auf der Bühne? Natürlich, ne? Ich finde ja auch nicht alles geil und so wird es den Leuten da draußen auch gehen. Die Leute wollen erobert werden. Genau, also. Man muss die Leute erobern, ne? Ja, aber wenn es dann mal funktioniert, dann ist so ein Festival halt mega geil. Also auch das Ganze drumherum. Also ich meine, wie Sebi schon sagt, also ich meine, beides ist geil. So, aber jetzt zum Beispiel auf dem Reload-Festival, da irgendwie den Tag Backstage zu verbringen, so mit dem Pool und mit der Bar und irgendwie mal übers Gelände gehen und mal bei EMP reingucken. Und das macht natürlich einfach auch mega Bock. Mehreren tausend Leuten, ob die dich jetzt gut finden oder nicht, aber sind erstmal da. Auf der anderen Seite, in einem Club ist es halt einfach ein Stückchen, ja, weiß ich nicht, man ist halt ein Stückchen näher an den Leuten dran und sind auch tatsächlich dann für dich da. So. Hör mal, wenn die neue Platte gekauft wird und alle auf Tour kommen, sind wir rundum glücklich. Alles klar. Klar. Wir tun unser Bestes. Super. Machen Ist wir. dabei. Auf jeden Fall. Trinken wir mal Bier in live. Auf jeden Fall. Ich Ja. bedanke mich. War sehr nett, war sehr War sehr nett. kurzweilig. Gerne wieder. Danke auch. Habt einen schönen Ciao. Abend. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.